1994 ist Oliver Pahl bei der Berufsfeuerwehr, seit 2011 auf der Feuerwache Neukölln. Als Zugführer eines der Löschfahrzeuge ist der Brandoberinspektor nicht nur für sein Leben, sondern auch für das seiner Kameraden verantwortlich. TV Berlin begleitete den Berliner bei seiner Arbeit in einer der meistbeschäftigten Feuerwachen Deutschlands, jetzt im zweiten Teil von Dossier 24. Darf ich mal durch, bitte? Darf ich mal durch? Darf ich mal durch, bitte? Hallo? Ich möchte mal durch. Ihr habt uns gerufen? Also ich nicht. Du nicht? Okay. Ihr wisst von nichts, ne? Gibt es hier Sicherheitsdienst, irgendwas? Ich bin Sicherheitsdienst. Und du weißt von nichts? Hier ist nichts passiert. Okay. Herr komm. Im Columbia-Bad wurden Oliver Pahl und seine Kollegen zu einer sogenannten Eigensicherung gerufen. Die Feuerwehrmänner sollen die Sanitäter vor Ort, die zu einer Schlägerei gerufen wurden, mit ihrer Präsenz vor eventuellen Angriffen schützen. Die Nummer steht jetzt erstmal nicht mit bei. Ja, wir haben als Einsatzadresse das Columbia-Bad gekriegt. Gut, wir überprüfen das, wir warten, bis die Polizei da ist und dann überprüfen wir das. Ja? Die Meldung kam an die Polizei und dann zu uns. Und das werden wir überprüfen und dann werden wir erfahren. Frag erst mal. Wir bleiben einfach mal jetzt hier. Hier und kicken wir. Höre. Die Leiter sagte, dass die Notrufmeldung über die Leiter der Polizei kam. Die haben keine weiteren Angaben und wir sollen dann am besten die Eintreffen der Polizei abwarten. Komm. So machen wir das. Wir verstärken unsere Kollegen, also sprich Schlägerei, so wie jetzt das Einsatzstichwort eben hieß, wird natürlich ein RTW mit alarmiert. Und da sind wir halt als LRF unterstützend dann halt mit bei. Falls, so wie jetzt halt auch, das ist ein Beispiel, die Polizei noch nicht vor Ort ist. So, habt ihr jetzt irgendwas gehört? Von irgendwas Schlägerei? Hat sich irgendjemand bei euch gemeldet? Ganz ehrlich. Gar nichts? Gar nichts. Okay. Gut. Ich kann Ihnen sagen, da draußen war eine Schlägerei. Okay. Habe ich so mitbekommen, weil ich habe nur einen gesehen, der mit einer blutigen Fresse hier lang gerannt ist. Wie lange ist es her? Ungefähr? 20 Minuten, eine halbe Stunde? 15 Minuten, 20 Minuten. Also kurz bevor wir. Genau. So okay. Bevor ihr gekommen seid, 10 okay. Minuten davor circa. Okay. Ja, gut passt. Bei uns okay. Wurde hier, mir vorne wurde nichts gemeldet. Okay. Alles klar. Alles klar, wir hauen dann wieder ab jetzt. Okay. Ja? Okay. Entschuldigung nochmal wegen der Kamera. Nee, alles gut. Okay. So, wir fahren wieder. War nix. Das passt ja, wenn das jetzt hier vor der Tür war. So. Jeder hat irgendwo so seine Schwächen, jeder hat irgendwo seine Stärken. So ist es an der Einsatzstelle auch. Aber im Großen und Ganzen kann man sich eigentlich, also hier auf Neukölln kann man sich hundertprozentig auf die Kollegen verlassen. Das funktioniert in der Einsatzstelle hervorragend. Die Jungs sind fit. Ist das mal nicht der Fall, jeder ist vielleicht mal verschnieft oder angehustet oder hat vielleicht auch privat das eine oder andere Problemchen, dann lege ich den Kollegen das auch nahe, es mir mitzuteilen. Und wenn man halt 24 Stunden halt hier ist, kann man einiges natürlich nicht verbergen. Aber im Endeffekt, summa summarum, an der Einsatzstelle, wenn es halt richtig knallt, dann kann man sich eigentlich 100% auf die verlassen. Dirk, wie viele Leute brauchst du? Es ist das Oberschenkelhals. Das ist der dritte Oberschenkelhals heute und das vierte Mal Vakuummatratze für mich. Kannst du ja nicht, Alina? Nee. So. Ist drin. Jacke ist nichts, da hängt auch keine Jacke. Okay. Das ist meine Pflegestation, aber wenn man die anruft. Die gehören zusammen, ja? Oder? Ja. Na, die Dame ist. Ja, genau, ist Mann. Ja. Aber ich kenne sie so jetzt nicht. Okay. Ich hatte natürlich Hilfe geschrieben. Also, deswegen sind wir hoch und die Tür stand offen, sie stand zur Hilfe. Und das ist meine Pflegestation, aber wenn man da anruft, dann landet man irgendeine WG, der wir erzählen einen, das. Kann man ja jetzt nicht alleine lassen. Kann sie sprechen? Mit ihr, aber ja, und Angehörige hat sie, aber die erreicht. Ich weiß, dass sie eine Tochter hat. Ja. Er sagt auch mal Er sagt eine Telefonnummer und
wir haben jetzt auf ihr Telefon die alle Nummern, die sie jetzt mal angerufen hat, einfach mal zurückgerufen. Ja. Aber es gibt keine Tochter, also. Auch keine Handynummer vorhanden? Nee, ja, ist da, aber ja? Keine ran. Okay. Weiß ich jetzt nicht, was wir mit ihr machen. Ist ihre Tochter verreist? Nee. Nee, die ist da. Die wohnt auch in Berlin, ja? Ja. Wo wohnt die denn, in welchem Bezirk? Wissen Sie das? Was? Pflegedienst. Hallo, Sie sind Pflegedienst? Ja. Ja. Die haben versucht, die Tochter zu erreichen, haben sie aber nicht gekriegt. Ich habe leider gar nichts. Schon. Sie kümmern sich dann um die Dame, ja? Ja. Okay, gut. Ich sage Ihnen dann noch, wo wir den Herrn hinfahren. Vermutlich ins Neuköllner. Ich muss auch irgendjemand erreichen und muss meine Tour irgendwie mitmachen. Ja, okay. Ich bin eigentlich alleine jetzt im Spät. Okay. Da war ich relativ frisch bei der Feuerwehr und bin auf dem Rettungswagen gewesen. Es war im Nachtdienst und sind zu einem Verkehrsunfall gerufen worden. Es war in Morbid in der Huttenstraße, ein Motorradfahrer. Und wir sind dort eingetroffen und stand ein PKW quer, der abbiegen wollte. Und vorne in dem Motorraum war ein Motorrad eingeschlagen, wo nur noch das Hinterrad rausgeguckt hatte und 40 Meter weiter lag der Motorradfahrer, der keinen Helm auf hatte. Wir sind dann halt vorgefahren und beim Aussteigen haben wir dann halt dann festgestellt, dass er, also wie gesagt, er hatte keinen Helm auf, der halbe Schädel war halt offen und es lag halt die ganze Hälfte auf der Straße. Der Notarztwagen kam, wir haben ihn halt auf die Trage, haben ihn halt in den Notarztwagen, er wurde dann ins Wirschow-Krankenhaus transportiert, ist halt auch verstorben. Und ich habe mir das halt, ja, ich hatte gerade 2 Tage meinen Motorradführerschein, ganz frisch, und habe dann diesen Unfall gehabt und behaupte, dass dieses Ereignis meinen Fahrstil als Motorradfahrer, privat als Motorradfahrer, sehr geprägt hat. 63, ja? So. Wir wollen mal gucken. Wart ihr schon oben? Ja, wir waren schon oben, ja. Wie viele sind da drin? 2 Leute. 2 Leute? Von uns hier, ja. Okay. Von euch? Ja. Okay. Aber denen geht's gut? Auf jeden Fall. Okay. Hier, wir haben hier so Entriegelungswerkzeuge für Aufzüge. Mhm. Verschiedene Schlüssel und die nehme ich immer gleich mit. In der Regel geht es eigentlich relativ schnell. Mal schauen. So. Hallo? Hier ist die Feuerwehr. Ja. Warte mal, machen wir Licht an. So. Mal gucken. Ich suche mal nur noch eben hier nach dem Dreikant. Einer nach dem anderen. Und der nächste. Zack. Alles klar. Gut. Herzlich willkommen. Wir helfen uns gegenseitig und das ist eine super Truppe. Das machen wir halt auch nicht nur auf der Wache, sondern halt auch privat natürlich, wenn der eine oder andere halt einen Umzug hat. Oder hier beim Renovieren weil er, oder beim Hausbau oder was auch immer, da wird halt gegenseitig geholfen. Ne? Also das, was ja halt hier auf der Wache passiert, überträgt sich halt auch sehr ins Private. Der hat ja nur Top gehabt, die ganze Zeit gehabt. Also, wie viel habt ihr noch? Ich glaube, der Straßen. Der hat nicht angefangen. Nee, doch, wir haben nicht. Nee, wir haben nicht. Wir haben eingeholt. Thomas, bist du da jetzt oben? Ich bin schon am 2. bin unterwegs.
Hallöchen. Jetzt kann ich nicht mehr. Was habt ihr denn? Na, ich bin hier im vierten hoch, da sagt die Polizei, ist falsch. Dann bin ich da im vierten hoch, da ist nicht, ist doch hier richtig. Mehr sag ich jetzt nicht. Wir kommen gleich wieder. Das ist ein Grillbein da. Ja, Grill auf dem Balkon. Atoms können abschneiden, recht? Atoms können abschneiden. Fehlalarm sozusagen für uns. Die Atoms können abschneiden. Und wir rücken gleich wieder ab. Und ich bin durch. Immer 8 Treppen. 2x4. Das ist echt jung soweit. Ja? Ja, danke. Es ist 23.30 Uhr. 17 Stunden Dienst liegen mittlerweile hinter Oliver Pahl. 7 Stunden noch vor ihm. Der Brandoberinspektor versucht etwas zu ruhen, bevor der nächste Alarm ihn und seinen Trupp zum Einsatz in der Hauptstadt ruft.